Willkommen zurück zu einer neuen super warmen Folge Dead Rising 3. Freut mich, dass du da draußen abschwitzt und natürlich auch ein Dankeschön an all die heißen Boys und Girls, die das letzte Video bewertet haben. Ja, wir machen weiter, endlich Dead Rising. Es ist so warm, Leute, es ist so warm. Aufnehmen ist eine Qual. Es ist einfach eine Qual. Aber hey, für meine Community schmelze ich dahin. In Dead Rising, lasst eine Bewertung da, supportet mich ein bisschen. Wenn ich schon schmelze, dann aber bitte mit Erfolg. Boah, ich liebe diese Minigun. Minigun-Beste. Candy, wir müssen hier zu Diego. Jetzt blödel hier nicht schon wieder rum. Verschlossen, na toll. Oh, hier drüben ist offen. Geil, oder? Ich dachte schon, wir müssen irgendeinen anderen Weg suchen, aber nein. Okay, Diego dreht ein bisschen durch. Gut, kann man machen. Das lief nicht so toll. Ja. Bei deiner Klamottenauswahl, hey, kann es doch schlimmer werden. Oh, was haben wir da hinten? Was haben wir denn da hinten? What? Wenn ich die Stiefel anziehe, alles klar. Es wird immer schlimmer. Und was haben wir hier drüben? Oh ne, das habe ich ja schon. Das Superheldenkostüm für Kinder. Ist alt. Minigun ist wirklich unglaublich gut. Diego! Diego! Du musst das nicht tun. Wir können doch über alles reden. Wo bist du? Ich bin kein Feigling. Flucht! Entferne mich nicht unerlaubt. Warum dreht ihr jetzt so hart durch? Im Ernst, Mann. Wir müssen von ihm verschwinden. Ziemlich paranoid, dieser Diego. Kriegerische Kulissen. Oh, eine Biene. Ein Candy, mach mal hier langsam. Komm schon, Mann. Komm raus. Sind Bienenmänner auch betroffen? Anscheinend. Habe ich eben gerade das Ding weggeworfen? Wo bist du hingeflogen? Finde ich doch nie wieder. Steckst du hier? Nein, das ist ein Speer. War so nicht geplant, egal. Irgendwo auf dem Boden fliegt's rum. Dieser Teil des Windes ist ausgerottet. Giftgriffe entdeckt. Warum Anschaltquoten einen Stopp des Baus verhindert, kommt ein Archäologen nur diesen Teil retten. Die andere Hälfte liegt noch unter den Umkleidekabinen der neuen Arena. Guck mal, hier lernt man sogar was in Dead Rising. Die Leute sagen, das wäre ein gewalttätiges Verdummungsspiel. Nee, eben nicht. Ausflug ins Museum. Bildung. Hai im Weltall. Hier lernen die Kinder wichtige Sachen. Dead Rising erfüllt den Bildungsauftrag. Pädagogisch wertvoll. Diego! Du musst damit aufhören! Diego! Bitte, Mann! Diego! Hör zu, bitte, wir müssen hier raus! Wir haben keine Zeit für sowas! Kohlenstoffspuren. Geht bald eine Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Verstanden. Lebensformen werden liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! Jetzt unbekannte Flüssigkeit. Geil, Mann. Wir sind nicht im All. Wir sind nicht im All, Diego. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber wir sind nicht
Au! Im All! Warum treffe ich den denn nicht? Endlich, einmal getroffen. Auswahl lebenswichtiger Systeme. Ey, der ist so schnell wieder weg. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh. Fuck off. Candy, mach was. Gehen wir nicht so weit, ja? Unkontrollierte Beschleunigung. Hey, hey, hey! Oh, sie hat ihn runtergeballert. Candy, du bist ein Schatz. Würge ihn, prügel ihn aus dem verdammten Anzug raus. Alien wieder Diego, bist du... Störung. Candy, baller ihn runter. Wieso habe ich dich dabei, Candy? Dazu diese epische Musik. Der Typ ist komplett gaga. Was macht er denn nun? Egal, ich klopp ihn mal. What? Oh, holy shit! Er reißt das ganze Ding hier runter. Diego! Diego! Pachamama! Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf! Oh Mann, Nick! Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich hab das schon mal gehört. Nick? Ich muss dir was zeigen! Komm her! Komm schon! Ich habe hier drin was gesehen, das mir Angst macht. Wirklich eine Scheißangst! Komm! Den Kerl kenne ich doch. Kalito Keys? Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Willamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Sie holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben. Ich dachte, mit den Zomrex-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe. Sieh mal hier. Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheißangst, Mann. Dieser Zombie soll den Smithwill-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Sieh dir seinen Hals an. Nein, 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 Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Scheiße. Okay, wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeugschlüssel. Nick, holen wir ihn zurück. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Jetzt. Boah, Diego. Der Parasit in dir, er wächst und gedeiht. Ja, denn hier ist es nicht so, dass man... Geil, Mann. Schöne Scheiße. Nicht cool. Ja, geht so, oder? Ist doch schon ziemlich cool. Hier gibt voll viel Zeug zum Anziehen. Ist nämlich... Oh, was ist denn das da? Oh, wie süß. Oh, wie... Nein, speziell. Nein, nein. Schrecklich. Es ist nämlich so, dass man hier kein Virus hat, sondern eben ein Parasit. Echt übel. Echt scheiße, Mann. Woher weißt du, wo sie hingegangen sind? Sie meinten, sie wollten zu den Villen, Mann. Wo die reichen Leute wohnen. Aha, Rich City. Diego. Candy, du bist ein bisschen angenudelt, deswegen nimm mal hier sowas. Hier. Danke, Schatz. Okay, die Knarren haben wir zwar nicht mehr, aber wir haben Waffen. Ich wollte dich nicht verletzen, Mann. Also Nahkampfwaffen. Hast du mich immer beschützt? Und so revanchiere ich mich? Ist das ein Stück Laterne? Ich verstehe das echt. Der Sound? Diese Situation bringt nicht gerade das Beste im Menschen hervor.
Nun, rennen wir mal, oder? Haben wir hier kein Fahrzeug, das noch funktioniert? Anscheinend nicht. Wir müssen hier drüben hin. Oh, yes, baby. Ah, aber dann können wir nicht alle mitnehmen. Candy. Wir sehen uns, ja? Wow, Motherfucker! Das Ding kannst du nicht lenken, Alter. Candy, spring! Spring, Candy! Oh, das ist nicht gut. Da oben wird gleich jemand niedergemetzelt. Wir müssen uns beeilen. Ich kann nicht langsam. Es geht um Leben und Tod. Ihr zwei. Ah, fuck. Ich brauche irgendwas wie ein Van oder so. Dann können wir sie schön alle mitnehmen. Meine kleine private Armee hier. Yo, Boy. Irgendwer! Ich bin irgendwer und ich werde sie retten. Irgendjemand! Naja, irgendjemand bin ich nicht, nur irgendwer. Oh, sorry, Candy. Was soll das denn? Ich dachte, es würde dich geil Hilfe! Machen, wenn ich Hilfe, mit Strom bitte! Ein bisschen stimuliere. Hey, danke, Mann. Schau, schlag nicht hier ab. So, Leben gerettet und jetzt hier drüben lang. Was ist hier passiert? Was hier passiert ist, das, was die ganze Zeit ständig überall passiert ist. Zombies, fuck keine the universe. Zombies. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Keine Zombies, sie sind eine riesige Armee hier drüben. Was ist hier passiert? Sie sind alle tot. Digi. Siehst du das denn nicht? Das ist eine riesen Armee. Sind das keine Zombies? Okay, schauen wir mal hier drüben rein. Bestes Outfit aller Zeiten. Wer macht hier dämliche Sprüche über meine Mom? Warum sind hier überall brennende Zombie-Klumpen? What the fuck? Candy, hol ihn dir. Leute, ich habe eine brennende Sense. Hilfe! Hilfe! What the fuck würde ich dazu nur sagen? What the fuck? Sie sehen fies aus. What the fuck? Was war das eben gerade für eine Riesenexplosion? Mein Held. Ich hab den Schlüssel. Ich hab's. Verschwinden wir hier. Zurück zum Hangar, los. Komm schon, mies. Okay. Diego, komm. Candy, wir treffen uns später. Candy kommt alleine klar. Die hat auf den Straßen schon so viel... so viele Dienste... abgestottert. Warum ist jetzt auf einmal der Ton weg? Moment, komme ich hier unten durch? Wir sind hier. Ja, hier kommt man irgendwie durch. Ha. Huh. Aber ich glaube, ich nehme den Warum ist der Ton plötzlich weg? Nach dieser Explosion, nach Candys Abschied, hat sich auch der Ton verabschiedet. Geil, Mann. Einfach nur geilo. Alles easy. Oder ich habe einen Hörsturz. Keine Ahnung. Der Ton ist gar nicht weg, sondern nur... meine Ohren funktionieren nicht mehr. Egal, ziehen wir noch die Mission durch, würde ich sagen. Das Spiel ist halt wirklich kein sonderlich guter Port für den PC.
gibt zwar Schlimmeres, aber es ist auch kein guter. Sagen wir es mal so. Das einzige Geile ist, dass die Grafik hier echt nochmal ein ganz Stück besser ist. Aber man muss sagen, die Grafik war damals schon für Xbox One Release-Zeiten echt gut. Also ich fand das Spiel hier zum Release der PlayStation und Xbox mit Abstand am besten. Auf jeden Fall das beste Game. Ich komme doch hier drüben runter, oder? Boah, ist das Bike lahm! Wo bin ich denn jetzt? Hier. Geht's hier nicht irgendwo runter? Da hinten? Geht's da hinten runter? Diego, wir gehen mal runter. Springen wir hier rüber. Wo bin ich denn? Ich will hier hin. Zip. Warte mal, hier gibt's auch noch einen Weg runter? Ist gar nicht das Ende der Straße. Diego! Bro! Nee, hier kommt man noch nicht durch. Sorry! Ja, aber jetzt bin ich ja hier. Boah, ich bin gerade voll verwirrt, weil hier so viele Zombies sind und der Ton weg ist. Ich glaube, da drüben geht's runter. Sorry. Man sieht ja einfach nicht mehr die Ausgänge. Weil die ganze Straße hier, das sind ja zwei Ebenen. Unter uns ist auch nochmal eine Ebene, wo man irgendwie durch kann. Verwirrt das so ein wenig. So, jetzt hier geht es runter. Alter, hier war so eine Zombie-Masse, dass man nicht mal mehr den Weg sieht. Man sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich weiß ja nicht, Mann. Ich würde manchmal echt alles dafür geben, zu wissen, woher dieses komische Tattoo kommt. Tja, woher kommt das komische Tattoo? Von unserem kleinen Little Nicky. Oh, Zaun. Zombies und Zaun. So viel untotes Fleisch. Die Schleuder hier ist auch schon mega am Dampfen. But we did it. Yes. Alter, oh mein Gott. Er macht den Supersprung. Er fliegt regelrecht davon. Huh? Oh, ihr seid das. Du hast mich erschreckt. Ich habe Angst, dass was Schreckliches reinkommt. Noch schlimmer als das. Schicker Lack. Ich dachte, er wäre längst tot, Nick. Und er ist auch stabil? Ja. Ja, ihm geht's gut. Glaube ich. Leider haben wir ein Video erhalten, das den Tod der Präsidentin bestätigt. General Hemlock hat angekündigt, das Kriegsrecht bis zur gesamten Ostküste auszudehnen. Die Ansteckungsgefahr sei immer noch zu hoch. Hemlock wird die Begrenzung von Los Perdidos im Zuge der Rettungsoperation selbst besuchen. Gott, was ist das nur für eine Welt? Schatz, ich muss herausbekommen, wo wir die Teile finden. Gib mir ein paar Stunden. Ein paar Stunden. Okay. Hey, old Dick. Wie viele Tattoos hat Rhonda wohl, ne? Vielleicht lässt sie mich ja mal zählen, hm? Das ist echt kein guter Zeitpunkt zum Fragen. Mann, Dick, du bist immer so notgeil. Und niemand hat dich lieb. Du bist absolut unsympathisch für jeden. Also ich kenne keinen Menschen, der Dick mag. Oh yeah. Das ist einfach irgendwie ein Wichser. Und tschüss. Okay, wir müssen noch in die Polizeistation. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Den ganzen Weg wieder zurück. Und da fliegen die Zombies. Komme ich hier durch? Das meine ich jetzt, wo hier so viele Zombies rumstehen. Du erkennst nicht mal die verdammten Wege.
einfach viel zu voll. Und tschüss. So viel Mettwurst ist im Weg. Zombie Mett. Aber ich glaube, jetzt bin ich richtig. Achtung, hier sind überall Bombenfässer. Das Ding ist wenigstens geil, weil es von der Geschwindigkeit auf jeden Fall solide ist. Und hier steht noch eins rum. Und man halt eine geile Waffe hat. Man kann auch hier so schön nach vorne dashen. Okay, warte mal. Und jetzt müssen wir hier hin. Auto! Hey, Kumpel. Ziemlich mitgenommener Typ unten am Highway. Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Aber ich bin dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schweine! What the fuck? Marcus! Die Folge ist eigentlich vorbei. Was ist bei dir kaputt, ha? Huh? Du siehst ganz schön fertig aus. Hey Mann! Was ist passiert? Ach, nur ein Kratzer. Ich finde die Typen, die das waren. Und dann geht nicht bloß ihr Van in Flammen auf. Wow. Was haben die mit dir gemacht? Fast 10 Jahre war ich bei den Jungs. Dann gehen die auf mich los und lassen mich halbtot zurück. Und wieso jagst du dann aus Rache Lieferwagen in die Luft? Scheiße. Bist du schwer von Begriff? Es geht nicht um die Vans, Mann, sondern um die Ware, die da drinnen ist. Der Ausbruch hat ihre Pläne durchkreuzt und sie bringen die Ware nicht aus der Stadt. Nicht solange ich noch hier bin. Schätze, dafür müssten sie an dir vorbei. Na, so langsam hast du es kapiert. Bist du dabei? Finde die Vans, fackel sie ab. Vielleicht helfe ich dir dann auch. Okay. Vans, die Mission kenne ich gar nicht. Habe ich damals gemacht? Oh, kann sein. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!